Hier wären wir also. Wenn ich treffe, Wort oder Pausch. Hast du gerade irgendwie... Ja, Dagoth Busen. Mal wieder. Ach, Dagoth Ura, was mache ich nur mit dir? Ich habe nicht genügend Mana. So, flammert schon nach. Hilf mit. Auch wenn ich dann mit Feuer bespammt werde von ihm. Das Lava-Geräusch tut gerade ein bisschen in meinen Ohren weh. Immer diese Lava. Also wirklich. Ja, bitte du mal Dagoth an. Ich kann mich eigentlich auch direkt an euch vorbeischleichen, alle. Ihr respawnt ja sowieso bestimmt dann. Innere Höhle. Kleines Lava-Becken. Hallo, Sklave. Der mich blitzdings. Hör auf damit. Ich möchte gern mein Gedächtnis behalten. Also wirklich? Am besten noch einen anderen. Ja, so ein Knochenläufer kriegst du auch noch. Ich könnte Leben gebrauchen. So, bye bye, Dagos, Irwin. Knochenläufer. So, da haben wir den Krummstab des Heiligen Lotes. Was machst du denn? Lebensenergie? Stumpfe Waffe? Oh, ich möchte ihn behalten. Und du hast eine schöne Rüstung. Ich darf die doch mal mitnehmen, oder? Damit wäre das auch erledigt. Kehren wir zurück zu den bösen Bubis vom Tempel. So, einfach mal ablegen. Lololololol. Lololololol. Ja, ich habe ein Vulkan-Schild. Werde ich sowieso offscreen ein Ideales dann einjammeln. Magie festigen. Festigen, beschwören, Zuflucht. Sieht fast aus wie ein Zahnrad. Egal. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, müssten nur noch 3 Asche-Vampire lebendig sein. Aber die werden wir uns erst ganz spät vorknüpfen. Ja. So, ich habe den Stab. Ja, ich hab... Habt ihr den Stab? Ja, habe ich. Ja, bla bla bla. Ich kann seinen unbesiegten Geist darin spüren. Ihr habt den Tempel große Ehre gemacht, Chicken.
Ja, mehr Aufgaben hast du nicht für uns. Dann klatsch mir ein paar Beförderungen rein. Was? Eure Hingabe zum Tempel steht nicht in Frage, aber ihr benötigt noch immer ein wenig mehr Erfahrung. Verdoppelt eure Ausbildung und übt eure Fähigkeiten. Was? Wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Was? Was? Tempel. Charisma und Intelligenz besitze ich. Eine Fähigkeit mit 70? Okay, das heißt, Alchemie werde ich dann wohl auf 70 bringen müssen. Mach ich aber dann mal offscreen. Okay. Ein Sivi. Arm Shivi. Denn wir kehren jetzt zurück nach Satrit Moa. Denn immerhin müssen wir noch dem Typen, diesem Hundi von der Krieger-Gilde, Bescheid gar sagen, dass wir die Sujama-Lieferung erfüllt haben. Ne? Ja, glaube ich schon. Wie interessant. Ja, ich weiß, sehr interessant. Aber dann habe ich immer noch einiges an Zeit. So 9 Minuten müsste ich noch haben. So ungefähr. Wer weiß, ob das stimmt. Du warst unten, Krieger-Gilde. Weil Krieger gehören nach unten. Mach immer. Ihr habt mich als meine Gesellschaft gewählt. Ihr ehrt mich. Nein, ich habe dich nicht als meine Gesellschaft gewählt. Ich wollte einfach nur sagen, dass die Lieferung angekommen ist. Gute Arbeit, Chicken! Hier sind 500 Raken als Entschädigung für euren Ärger. Es ist das Beste, was ihr für diese Art Vertrag... Was ich für diese Art Vertrag tun kann. Ja, so nochmal Befehle für mich. Ah, Protektor, bla bla bla, Beförderung... Arbeit! Erstmal safe. Ja, mach die Augen zu. Geschlafen. Musst du mich nicht angucken. So. Ich habe einen Auftrag zu vergeben. Einem weiteren Forscher des Kaiservolks behilflich zu sein. Ich brauche jemanden, der Sondale von Schimmerne eskortieren kann. Forscher des Kaiservolks? Aha. Geht nach Telacero, das zwischen Suran und dem Schlickschreiterhafen nahe Molakma liegt. Sprech mit Sondale von Schimmerne, um sie durch Telacero zu eskortieren. Ihr fehlt Larina Makrinas Erfahrung, also wird sie wahrscheinlich auch größeren Schutz benötigen. Wer ist Larina Ich will es gar nicht wissen. Nein. Ich würde sagen, da ich noch 7 Minuten oder so habe. Wir gehen jetzt noch bei Mora. Und dann zeige ich euch meine dritte Abschnittsfestung. Das sieht so toll aus. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen dazu gedichtet auf Screen. Also wundert euch nicht. Wie spät ist es eigentlich? Ich möchte gern zum Sonnenaufgang. Fast Sonnenaufgang. Halber Sonnenaufgang. Aber es ist ein Sonnenaufgang in meinem Herzen. Es wird so toll. Freut euch schon mal. Ja. Es ist... Ja, es ist mir eine Ehre, bla bla bla. Hey.
Lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Er hat sich wieder in ein Skript verwandelt. Das heißt, du bist nicht... Er ist auch ein Skript. Ja, Stone in meinem Herzen ist aufgegangen. Kein Platz für Netzspul. Ist das fies? Na, vielleicht. Mal gucken. Besten euch so wenig wie möglich erstmal zeigen. Ihr wollt ja nicht hier Überraschung verderben und so. Los, Levitation, geh nicht aus. Das ist böse, das ist jetzt Flaggart. Der Effekt. So. Wenn ich vorstellen darf. Unsere Festung. Ja. Das Haus ist dazu gekommen und das Haus ist dazu gekommen. Die ganzen Leute hier habe ich dazu gedichtet. Einfach nur so. Ich brauchte irgendwas Kreatives. Ich hatte keine Lust, meine ganze Ausrüstung hier, ne, in der Gegend herum zu verschimmeln. Das ganze Zeug, was ich hier gesammelt habe. Dass ich sowieso eine echte Rüstung trage. Also von daher. Kein Problem. Und so sieht das doch viel schöner aus. Ich meine, in Skyrim gibt es ja diese Puppen, die man anziehen kann, ne? Und hier habe ich halt lebendige Leute, die ich anziehe. Ja, und ihr seht es schon und hört es schon. Ich habe mir meinen Traum erfüllt und der Schlickschreiter ist hier, aber ich habe ihn nicht so wie genannt. Und das ist der Schlickschreitführer, aber... ja... Der Schlickschredder ist derzeit nicht benutzbar. Tut mir leid. Ich weiß noch nicht, ob ich mir diesen Dienst erlauben werde. Aber eigentlich wäre es ja unfair. Ach ja, hier. Zimtis neues Plätzchen. Du wirst nicht mehr wegrennen, Süße. Ich habe dich in diesen Kreis eingefangen, das ein Viereck ist. Und Rappi hat es geschafft, sich von seinem Baum zu trennen. Ach, Rappi. Oh, ja. Da hängst du lieber hier mit dem Vulkanglas-Rüstungsträger herum, weil du denkst, das wär, er wäre ich, hä? Weil ich ja Vulkanglas trage. Ach, Rappi. So wirklich. Marco? Ja, Marco. Böses Marco. Und. Ja. Ja. Und sie haben mir den Stab weggenommen. Den bösen. Ach, egal. Egal! Ich habe hier genug anderes Zeug rumliegen. Soll ich hier den Ort markieren? Na komm, eigentlich kann ich ja hier auch den Ort markieren. Mal wieder ein bisschen markieren. Bist geheilt, Basten. An fliegende Vögel ausweichen. Was zur Hölle? Egal. Dann wird Chicken sich mal in ihre kleine Alchemie-Ecke begeben. Und Marco klopft schon. In Suran steht ja sogar ein Tempel. Kann ich eigentlich dann in Suran... Ja, mal gucken, ob ich dann in Suran eine Beförderung mir holen kann. Aber egal, meine kleinen Freunde, nach Chicken wird sich erstmal damit befassen. Offscreen, ohne euch. Deswegen heißt es ja Offscreen.
Marco. Willst du die Zuschauer verabschieden? Ja, er klopft schon sein Sayonara. Deswegen vier, ne? Das hat vier Silben. Moment, du kannst ja Japanisch. Egal, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, ihr kleinen Freunde der Nacht. Bis dahin, ciao.